Vielen Dank. Wir sind das dritte Team dieses großen Teams und wie bereits am Anfang gesagt, wir sind 13 Personen und deshalb musste man sich als erstes überlegen, wie organisiert man 13 Personen. Und das ist wie bereits bei diesen drei Präsentationen erkennbar durch drei verschiedene Gruppen entstanden, ein Konzept, eine Design- und eine Technikgruppe. Und das Schwierigste war hierbei die Kommunikation zwischen diesen drei Gruppen zu entstehen zu lassen und dann eben, dass alle auch immer wissen, was die anderen gerade machen und dann auch zueinander arbeiten und dass zum Beispiel Formate übereinstimmen, dass die richtigen Dateienformate genutzt werden, die richtigen Größen der Dateien genutzt werden und so weiter und so fort. Genau, dann weiter jetzt zur Technik. Und zwar, wie haben wir das Ganze umgesetzt? Wir haben uns für die Godot Engine entschieden. Das ist passend zu JugendHack natürlich Open Source und trägt damit auch keine Kosten mit sich, wie das anders ist bei Unity oder Unreal Engine, zwei andere sehr beliebte. Es gibt auch keine Teilabgaben, also wenn man Spiele damit published, muss man auch keine Einnahmen abgeben. Es unterstützt genau wie eigentlich die meisten Spiele-Engines 2D und 3D. Und benutzt eine eigene Skriptsprache oder Visual Coding, also malen nach Zahlen im Programmieren. Die Engine ist gerade durch die eigene Skriptsprache sehr intuitiv und war dann trotzdem noch gut zu verwenden, obwohl die meisten im Team und sogar die Mentoren diese Engine noch gar nicht kannten. Genau. Für die Kommunikation zweier Spieler haben wir RPC benutzt. Das ist kurz für Remote Procedure Calls. Wir haben da Methodennamen an einen anderen Spieler geschickt und bei diesem Spieler wurden dann diese Methoden ausgeführt und somit konnte man dann halt das Spiel synchronisieren, sodass bei dem einen Spieler die Karten, die der andere Spieler gelegt hat, angezeigt werden. Genau. Ja, du hast den Laptop da? Super, okay. Genau, dann demonstrieren wir das Ganze natürlich einmal kurz. Und zwar seht ihr dann auch einmal die neue Version des Spiels. Das ist leider jetzt durch den Präsentationsmodus mit Ubuntu etwas umständlich. Aber hier auf der Leinwand seht ihr nun die neuere Version des Spiels. Die Karten konnten wir leider auch nicht ganz so umsetzen, wie das Design-Team sich das vorgestellt hat. Aber da werden wir bestimmt in der Zukunft dann noch zukommen. Genau, Karten spielen kann man ganz einfach durch Drag and Drop. Und dadurch werden die eingesetzt. Es sind noch nicht alle Karten im Spiel, aber die wichtigsten sind drin. Sobald ich eine Karte gespielt habe, kann ich nichts mehr tun, bis mein Gegner gespielt hat, der nun eine Karte legen wird. Okay, das Spiel ist nicht verbunden. Dafür starten wir das einmal kurz neu. Ja, wie das halt so ist. Ja, du kannst auch neu starten. Okay, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie das aussieht. Ich habe eine Karte gelegt, der andere Spieler legt eine Karte, taucht bei ihm auf, ich darf wieder eine Karte legen. Ist eigentlich ganz simpel. Genau, dann legst du nochmal eine Karte, genau, und dann legt der Gegner eine Karte, tada, da ist sie, und dann darf man selber wieder eine Karte legen. Ja, das war es noch nicht ganz von der Technikgruppe, aber das war es jetzt erstmal von dem Spiel selbst. Es gibt dann aber auch noch eine schöne Website, die für dieses Spiel entworfen wurde. Und damit geht's jetzt weiter. Genau, die Website habe ich gemacht. Und da ist noch einmal das Game erklärt mit der Message. Dann gibt es hier nochmal das Impressum, also die Leute, die mitgemacht haben. Und noch ein Dankeschön. Und dann gibt es noch die README auf Git. Die habe ich auch geschrieben, zusammen mit ihm. Sekunde. Und dann gibt es hoffentlich in naher Zukunft noch hier Releases beim Download-Link. Okay, und damit vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für alle unsere Mentoren. Ohne euch hätten wir es nicht hinbekommen.